Das Lumpenpark, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind das Lumpenpack, eine erfolglose Band in der Gründungsphase. Aber vielleicht heute Abend, Finale, Pre-Pantheon, vielleicht wird's was. Und wir haben jetzt 8 Minuten Zeit. Und das, was wir tun, effektiv in diesen 8 Minuten, ist Werbung für uns selbst zu machen, um Ihnen und eventuell der Jury bestmöglich zu gefallen. Und dieser Prozess, Werbung für sich selbst zu machen, das ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig unangenehm. Deswegen haben wir im Vorfeld ein kleines Lied vorbereitet, das uns diesen Prozess abnimmt. Das ist ein kleines Angebot. Sollte das Geld durch die Kunst nicht mehr reichen, dann schreibe ich mich für Lehramt ein. Drum gebt uns eure Stimme und euer Geld, denn es könnten auch eure Kinder sein. So. So viel dazu. Dankeschön. Damit wäre, ja, wie gesagt, es ist ein Angebot. Damit wäre der unangenehme Teil beinahe beendet, wenn wir nicht im zweiten Teil ein weiteres Lied spielen würden, wollen, das von einer sehr unangenehmen Situation handelt, die Max und ich kürzlich erlebt haben. Wir waren auf einer Party und haben festgestellt, dass Party früher irgendwie anders funktioniert hat. Und wir müssen, um in diesen Song einsteigen zu können, ganz kurz gemeinsam in dieses sehr unangenehme Setting reisen. Dafür haben wir eine kleine Traumreise vorbereitet. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Und stellt euch vor, wie es wäre, wenn ihr bei dem Format Frauentausch mitmacht. Ich habe das vor kurzem aus Versehen geguckt. Aus Versehen. Die ersten 2 Staffeln. Und stellt euch vor, ihr macht da mit und ihr steigt in ein Auto, fahrt mehrere 100 Kilometer durch Deutschland. In einer völlig fremden Stadt müsst ihr aus diesem Auto aussteigen und das Haus, in dem ihr eine Woche als Tauschmutti verbringen sollt, das ist schön. Und dann merkt man so, fuck, ich bin also der Assi in der Folge. Das ist wahnsinnig unangenehm. Und jetzt sind wir genau da, wo Max und ich auf dieser Party waren. Und wir möchten von der Veränderung auf Partys einen Song singen. Und der trägt den Titel Guacamole. Denn die Musik ist nicht mehr gut, sie ist nicht mal mehr zu laut. Zieh die Schuhe bitte aus, sonst ist der Flur direkt versaut. Und jetzt stehe ich da mit einem Glas in meiner Hand. Und es ist kein ausgespültes altes Senfglas. Kein Rumstehen im Flur vor dem Klo, keine Schlange. Man pinkelt im Sitzen, kein Bier in der Wanne. Es wird viel, viel weniger geknutscht. Ich glaube, es wird gar nicht mehr geknutscht. Ja, ich komme in ein Alter. Da bringt man Salat mit. Oder ein Weißwein oder ein leckeres Dessert. Ich glaub, ich mache Panna Cotta oder Tomate Mozzarella. Wobei Tomate Mozzarella macht ja immer irgendwer. Voll Designermöbel, es sieht aus wie in einem Rausch. Man schenkt sich heute Bücher, Schnaps von Aldi reicht nicht. Jetzt steh ich da mit meinem bestrichenen Brot. Doch zumindest ist der Aufstrich glutenfrei. Wow, Martin. Es braucht keiner mehr, alle leben gesund. Man kauft sich ein Kind oder zeugt einen Hund. Und alle sprechen über diesen einen finnischen Autoren. Keiner feiert mehr das Dschungelcamp. Ich komme in ein Alter. Der bringt man Salat. Oder ein Weißwein. Oder weißt du, wenn du gar nichts zu Hause hast, ne, bring vor allem gute Laune mit. Ich glaub, ich mach Tiramisu. Oder eine Guacamole. Wobei so eine Guacamole ist ja gar nicht laktosefrei. Verdammt, das vergesse ich jedes Mal. Geht's dir nicht gut? Soll ich einen Heilpraktiker rufen? Auch Sätze, die viel zu selten gesagt werden. Lassen Sie mich durch, ich bin Heilpraktiker. Puh, schon so spät.
ich muss jetzt nach Haus. Ich trinke noch schnell meine Rotweinschorle aus. Die hat mir früher ehrlich gesagt auch mal besser geschmeckt aus dem Senfglas und als sie noch aus Bier war. Man tuppert die Reste zum Mitnehmen ein, man tauscht noch Rezepte, man dankt für den Wein und dann geht man und guckt heimlich die Wiederholung vom Dschungelcamp in der Mediathek. Denn ich bin in einem Alter, in das ich niemals kommen wollte. Doch jetzt, wo ich schon mal da bin, findet ihr mich am Buffet. Ich versteh nichts von Autoren. Ich sprech nicht mal Finnisch. Aber die Guacamole, die schmeckt tatsächlich ganz okay. Ach, die hast du doch bestimmt mit dem Thermomix gemacht, oder? In einem Alter, in einem Alter, in das ich niemals kommen wollte. Ich wollte da niemals. Doch jetzt, wo ich schon mal da bin, oh, fucking da, probier's auch noch den dritten Nudelsalat. Wow, Pinienkerne. Ich versteh nichts von Autoren. Aber die Guacamole, jetzt sag mal Beate, was hast denn da reingemacht, Beate, was Verdammt, ist denn das? Das ist Ingwer! Vielen Dank, schönen Abend. Das Lumpenpack.